Still not loving Klagenfurt, Sportclub Sturm Graz braucht eine Heimat. So der Tweet von Anti, und generell haben die Sturmfans gestern mit einer feinen Spruchbandchoreo der Grazer Politik einen Happy Reminder gesetzt. Da waren ein paar ganz nette Punchlines mit dabei. Welche ist euer Favorit, Harald und Patrick? Also meiner war: jahrelang nur leere Versprechen, die Auswärtsfahrt zum Heimspiel dürfen wir jetzt blechen. Ich bin für Grazer Stadion-Triathlon: verzögern, vertagen, versagen. Und ich bin für: dank Politik ohne Sachverstand ist das halbe Steirerland morgen früh im Krankenstand. Ja, da waren schon ein paar gute dabei. Ja. Also war ja nicht so leicht, sich da jetzt einen auszusuchen. Mein Klagenfurter Stadion war gestern nicht ausverkauft. Stimmung war dennoch gut, finde ich. War gut, aber ich weiß nicht, so richtig ist der Funke nicht übergesprungen, finde ich. Also man hat schon einerseits, Kollege Jürgen Bucher schreibt es auch in seinem aktuellen 12-Meter, dass das Problem auf der Fantribüne war, dass halt einige Menschen da waren, die halt die günstigen Karten gekauft haben, die eigentlich sonst eher nichts auf Fantribünen zu suchen haben. Das heißt, die aktive Fanszene hat sich ein bisschen schwer getan, da tatsächlich einen geschlossenen Block zum Mitsingen zu mobilisieren. Es war ein bisschen fragmentiert und man hat schon auch gemerkt, aber ich meine, es hat natürlich auch die Performance auf dem Feld den Funken in die andere Richtung nicht wirklich überspringen lassen. Ja, man merkt halt einfach, dass dieses Heimatgefühl funktioniert halt irgendwie nicht ganz. In Klagenfurt im Cup ist es eine andere Geschichte halt eben, ja, da funktioniert es, da bist du halt eben in einer Kurve drinnen, aber in der Champions League derweil nicht. Ja, schade. Ich glaube, vielleicht macht der Gegner da ein bisschen eine Rolle gespielt, Club Brügge, jetzt ohne respektlos zu wirken, aber das ist auf den ersten Blick halt jetzt nicht der ganz große Champions League-Verein. Zusätzlich, ja, voll. Ja, aber das darf ja keine Entschuldigung sein, oder? Nein, eh nicht. Gebe ich jetzt als Fan weniger Gas, wenn der Brügge unten steht, als wenn Real unten steht. Na okay, aber man kennt es schon von vielen anderen Vereinen, dass natürlich sich die Zuschauerzahl auch am Gegner orientiert. Und wenn dann der Gegner nicht Bayern München, sondern Stade Brest lautet, dann ist das Stadion heute auch nicht ganz gut. Also cool. Dem eingefleischten Sturmfan wird es wurscht sein. Ja. Ja. Bei der Zuschauerzahl bin ich bei dir, aber wenn dann noch mehr Menschen im Stadion sind, die halt nur zum Zuschauen da sind, ist das der Stimmung ja in der Regel auch nicht wirklich zuträglich. Absolut. Es heißt auf jeden Fall noch in der Champions League Heimat Wörthersee-Stadion für Sturm Graz. Unser rasender Reporter Fabian Flügel war gestern vor Ort und hat bei den Fans nachgefragt, wie das so ankommt. Heimspiel ist ein Heimspiel, das ist nicht die Kärntnerrunde. Heimspiel ist bei uns in Graz. Champions League-Spiel in Klagenfurt, was ist eure Meinung dazu? Ja, besser als sonst irgendwo. Also Klagenfurt immer. War zwar heute ein bisschen Scheißverkehr, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es besser als sonst eben anders, weil ist gefühlt unser zweites Heimstadion von dem her. Auf jeden Fall schade. Schön, dass mehr Leute sind, aber schade, dass es so weit weg ist und nicht in Graz selbst. Ich finde es sehr schade, dass wir nicht in Graz spielen können. Oh, schon, vor allem, weil das Stadion damals eigentlich sogar in Graz geplant war und das damals leider nicht umgesetzt worden ist, finde ich das schon sehr schade. Stadiondebatte seit langer Zeit mittlerweile in den Medien. Schade natürlich für Graz, für den SK Sturm. Es schaut auch nicht so aus, als würde es eine gescheite Lösung geben in den nächsten Jahren, aber ist auch grundsätzlich ist Klagenfurt da kein schlechter Bogen. Ich glaube, es sind ziemlich viele Fans da. Wir werden das Beste geben, uns die Mannschaft unterstützen. Ich glaube, das haut hin. Wir fahren auch nach Klagenfurt, um Sturm uns anzuschauen. Ja, es ist so, dass wir in der Steiermark kein Stadion haben, was tauglich ist. Aber für Sturm haben wir alles und jetzt sind wir da. So, haken wir das Thema ab. Es wird höchstwahrscheinlich eh bei jedem Heimspiel von Sturm Graz in der Champions League nochmal aufpoppen und wechseln wir zum eigentlichen Thema, zum sportlichen: Sturm gegen Club Brügge. Zweites Spiel in der Champions League für die Blackies, zweite Niederlage. Ganz ehrlich, auch zu Recht, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also zumindest in den ersten 75 Minuten war Club Brügge klar überlegen und meiner Meinung nach vielleicht gar nicht, weil Sturm es wirklich schlecht gemacht hat, sondern weil es Club Brügge wirklich, wirklich gut gemacht hat. Also die haben sich mit ihrer Abgebrühtheit und Ballsicherheit und Passsicherheit Sturm irgendwie so hergerichtet, dass Sturm nie in dieses Pressing reinkommen ist. Ich glaube, es haben nachher dann eher ein paar Sturmspieler auch erklärt, dass sie diesen Pressing-Auslöser nicht gefunden haben. Und ja, das hat in erster Linie daran gelegen, dass Brügge da wirklich, wirklich stark war. Zum Glück für Sturm im letzten Drittel dann eh nicht mehr so.
Gehe ich komplett mit. Muss man aber schon noch anmerken, ich finde, Sturm hat es trotzdem engagiert und gut gemacht. Vor allem, wenn man mal drauf schaut, wer in allen eigentlich gefehlt hat. An Wüdrich und Gorenz, Stankovic ganz vorne jetzt einmal. Ja. Das sind einfach sehr wichtige Spieler, die du eben nicht so leicht ersetzen kannst. Und ich meine, was war der Altersschnitt von der Sturmstartelf 22? Dafür finde ich, haben sie es besser gemacht als ein anderer Club halt eben in der Champions League bislang. Chukwuane muss natürlich auch jetzt noch in diese Rolle hineinfinden. Klar, an der Seite von Stankovic kann man da, glaube ich, besser agieren und besser wachsen. Es ist der Junge natürlich auch gefordert, in Zukunft diese Position womöglich zu übernehmen, aber vielleicht eben auch ein Dimitri Lavallée, haben wir in der letzten ANSA-Konferenz ja auch gesprochen. Generell, Guyhofer und Aiwu haben die Innenverteidigung geformt. Transferzeit ist jetzt vorbei. Jetzt also im Nachhinein ist man natürlich immer gescheiter. Man hat natürlich auch Pech gehabt jetzt mit den ganzen Verletzten, aber war der Aderlass im Sommer vielleicht dann doch etwas zu groß, wenn man bedenkt, man hat einen Alex Brass verloren, man hat einen David Affengruber verloren, man hat auch einen Manpreet Zakaria eigentlich verloren, obwohl er noch im Kader ist, beziehungsweise bei Sturm 2 kickt. Und dann hast du eben mit Wüdrich und Stankovic 5 Leistungsträger der letzten Jahre, die du in dieser Saison, zumindest jetzt für die nächsten Woche, nicht zur Verfügung hast. Nur ganz kurz, ich würde sogar sagen 5,5, weil ein Ota Kitashvili ist auch noch nicht auf der Form, die was er letzte Saison gehabt hat. Ich glaube, dass Leute wie Chukwuane und so weiter nicht geholt wurden, um Anfang Oktober schon perfekt zu funktionieren. Das sind Spieler mit Perspektive und gerade bei Chukwuane hat man relativ am Anfang hat er eine Szene gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich sehe es und verstehe es und der kann richtig, richtig viel. Er ist halt dann in weiterer Folge nicht wirklich in die Partie reinkommen, aber ich meine, das jetzt an dem Spiel festzumachen, halte ich ein bisschen für übertrieben, weil ja, es ist keiner in die Partie reinkommen von Sturm. Ja. Man hat dann natürlich dann zum Teil schon gesehen, wer so die Spieler sind, die absolute Champions-League-Klasse auch haben bei Sturm. Also auch wenn man die zwei Außenverteidiger, Johnson und Gazibegovic, vergleicht, Gazibegovic gestern richtig, richtig stark, also mit Scott Olsen ja auch nicht irgendwen da aus der Partie genommen eigentlich in der ersten Hälfte. Ja, und Malik Yalcıoğlu muss man schon auch noch einmal positiv erwähnen, weil was der in seinem Alter da abgeliefert hat, war schon noch einmal ganz stark. Beste Mann. Ja. Bei Lichtblick. Sturm gestern. Ja, sehe ich ähnlich. Man muss auch noch ganz kurz zu Chukwuane sagen, es war sein Startelfdebüt für Sturm. Also der hat in der Bundesliga ein bisschen mehr als 90 Minuten bislang insgesamt in den Beinen und gestern gleich einmal 82 in der Champions League abgespult. Also das wird auf jeden Fall auch noch werden. Und um noch kurz auf die Innenverteidigung, Guyhofer hat mir auch eigentlich gut gefallen. Ja, hat das sehr, sehr staubtrocken runtergespielt. Absolut. Ja. Wir gehen ja jetzt einmal davon aus, dass eben auch Lavallée künftig womöglich diese Position von Stankovic auch übernehmen wird. Sicherlich die routiniertere Lösung auch für die Zukunft. Und dann kann Chukwuane da vielleicht dann noch ein bisschen, hat er dann mehr Zeit, um in diese Rolle auch reinzufinden. El Grantel Gracias hat getwittert, bis auf Johnston, erneuten kapitalen Schnitzer sind wir gut in der Partie und halten gut dagegen, so seine Meinung nach den ersten 45 Minuten. Da hat er eben den Patzer von Johnston angesprochen in der 23. Minute. Das Goldtor von Christos Zollis. Richtig schöner Abschluss, aber klar, war eben auch begünstigt durch eine Verschätzung von Johnston bei diesem Querpass. Also so darfst du bei dem Seitenwechsel dich nicht verschätzen. Nicht auf dem Niveau. Ja. Ja, vor allem ein Zoll ist, also ich habe seine letzte Saison schon in Düsseldorf immer wieder ein bisschen verfolgt und der hat ja dort auch schon Wahnsinnsleistungen gebracht. Dass er den dann halt eben so auspackt und so ein schönes Tor erzielt, ist natürlich dann nochmal extra bitter für Sturm und vor allem eben für Johnston. Bitter. Es ist aber dann einfach für mich zu wenig Kummer von Sturm. Also die Frage, die ich mir dann eben auch stelle, überschätzen wir vielleicht da die österreichischen Vereine in dieser Champions League. Also wir werden jetzt in der Nähe über die Zwischenbilanz sprechen müssen, denn die schaut nicht gut aus. 4 Spiele, 4 Niederlagen, Tordifferenz 1-10, sind Sturm und Salzburg einfach nicht reif für die Königsklasse. Das waren jetzt auch keine prominenten Gegner. Das waren eigentlich die Gegner, wo man gedacht hat, okay, wir können zu Beginn die ersten Runden Punkte holen. Ja, ist so. Wenn alles ideal läuft. Ja.
Also vor allem aus Sturmsicht jetzt. Ja. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, Sturm und Salzburgs Gegner waren jetzt da eben Brest, Sparta Prag und halt eben jetzt Club Brügge. Und ich habe da schon mit Punkten gerechnet, ja, wer auch immer sie macht, aber ich habe mit Punkten schon durchaus gerechnet. Ja. Also ich bin von Salzburg enttäuscht als von Sturm. Ja, das ist ohne Frage. Das mit Sicherheit. Das ist ohne Frage. Wenn man 0-4 gegen Stade Brest, wo natürlich dann auch viel für Stade Brest gelaufen ist in der zweiten Halbzeit, aber dennoch. Schawe hat geschrieben, auf Laola 1, Österreich und die Champions League heuer einfach nur peinlich. Der Defender hat geschrieben, vor Wochen wurde noch gejubelt, langsam kommt die Einsicht, dass Mannschaften wie Stade Brest, Sparta Prag oder Brügge mindestens eine Klasse stärker sind. Unterschreibe ich bei Brügge, bei Brest vielleicht auch, bei Sparta Prag jetzt nicht zu 100%. Man sieht halt, dass auf dem Niveau Salzburg und Sturm halt bei 100% sein müssen, um was mitnehmen zu können. Wahnsinnig. Sind sie insgesamt, glaube ich, in der Saison beide noch nicht. Ja, es wirkt natürlich hüben wie drüben. Nicht so, dass man wirklich der Spiele dominiert, dann über 90 Minuten. Also die Siege auch in der Bundesliga waren auch oftmals Arbeitssiege mit dabei von Sturm, und Salzburg läuft es ja auch in der Bundesliga auf nationaler Ebene so leiwand, dass man sagt, okay, die sind wirklich im Flow drinnen. Haben vielleicht da so die Erfolge von Red Bull Salzburg in den letzten Jahren unseren Blick auf diese internationalen Bewerbe aus österreichischer Sicht ein bisschen verzerrt. Da hat man dann eben immer wieder vor Augen Erling Haaland, Takumi Minamino gegen Liverpool, wo man wirklich mit den ganz Großen sich messen hat können. Und jetzt verlierst 0-4 gegen Stade Brest in einem nicht ausverkauften Stadion in Salzburg. Ja, diese Spieler hast du halt jetzt momentan nicht in den Rang. Das ist einfach so, das muss man einfach klar so sagen, das sieht man. Ich meine, das Einzige, worauf sich Sturm und Salzburg jetzt mehr oder weniger, womit sie sich trösten können, ist, dass es wahrscheinlich gut für die Entwicklung ist für die Spieler, diese Champions League-Partien. Weil mehr ist halt nicht drin. Ja, weil das versetzt mich jetzt also gerade so ein bisschen zurück in die 90er bzw. Nullerjahre, erste Saison von Sturm in der Champions League, wo man viel Lehrgeld hat bezahlen müssen, wo Rapid in der Champions League-Saison 96, 97 zwei Punkte geholt hat, wo man im Grunde dabei war, aber auch nicht mehr. In den 90er Jahren haben wir zwei Europacup-Finalisten gehabt. Ja, aber Champions League war man nicht im Finale. Damals war die Champions League auch noch was anderes. Ne? Ja, da hat es noch Klasse gehabt. Also müsste man ja jetzt eigentlich noch besser performen, weil die Range und Qualität ist weit auseinandergegangen. Ja, ich würde jetzt ungern den Fußball der 90er Jahre mit dem aktuellen vergleichen, auch was die Breite und Qualität angeht. Okay. Über die Vereine, über sehr viele Vereine hinweg. Zum Teil ist es sicher auch einfach Unerfahrenheit. Ja, klar. Ja, aber ich meine, Salzburg ist erfahren in der Champions League mittlerweile. Ja, also, aber die Spieler, die Spieler. Ja, aber die haben, bei Salzburg redet man sich dann immer aus, ja, das sind blutjunge Truppen. Aber das haben wir schon auch beim letzten Europacup besprochen. Ich meine, Salzburg war auch im Vorjahr blutjung, jünger als in dieser Saison. Das kann keine Ausrede sein. Ja, aber wenn du jetzt über die Minaminos und Haaland redest, ja, die waren damals jung. Nicht, ja, Haaland war damals auch. Wie viele Europacup-Spieler hat der Minamino am Ende seiner Salzburg-Karriere in die Beine gehabt? Und wie viel hat dann Bobby Clark? Ja, aber weißt du was? Erling Haaland war das erste Champions League-Spiel. Dass der Haaland halt ein kompletter Ausnahmefußball ist, glaube ich, hat sich inzwischen irgendwie herumgesprochen. Ja. Den Typ darfst du nicht vergleichen. DH79 hat auf Lola 1 geschrieben: Champions League ist vielleicht ein Nummer zu groß für unseren Meister und Vizemeister. Europa League wäre angemessener und selbst auch dort würde man über keine Gegner drüber fahren. Wäre es vielleicht auch besser für die 5-Jahres-Wertung, wenn man eher in der Europa League kicken würde? Kam auch die Frage auf YouTube, ich habe davor geschaut, also wie viele Punkte man bekommt für die 5-Jahres-Wertung in der Europa League, in der Champions League und in der Conference League, ob es hier Differenzen gibt. Ich glaube, der Sieg an sich bringt gleich viele Punkte, aber der Sprung in die Gruppenphase bringt in der Champions League mehr als in den anderen Wettbewerben. Monetär gesehen, ja. Ja, nein, aber ich meine nicht so viel die 5-Jahres-Wertung. Liga-Phase meinst du? Liga-Phase, Entschuldigung. Ja.
Ja. Kann man freiwillig sagen, na, Champions League taugt uns gerade nicht so, können wir Europa League spielen? Nein, es ist ja klar, du willst eh Europa League spielen, es ist mir, ich verstehe es eh. Aber, du willst eh Champions League spielen, ja. Ja, natürlich. Das willst du immer lieber als Europa League oder was anderes. Ja, also ganz ehrlich, die Chancen sind höchstwahrscheinlich natürlich eine Klasse drunter höher, no nah. Aber das Gute ist ja, dank der neuen Liga-Phase ist ja noch eine lange, lange Europacup-Saison. Sechs Spiele noch zu spielen und es gibt ja auch ein paar positive Gegner werden nicht leichter. Zumindest bei Salzburg. Aber vielleicht spielt das denen in die Karten. Ja. Also der Peteroncini hat auf Lola 1 geschrieben, Sturm war klarer Außenseiter, so wie gegen alle Mannschaften. Also ist nichts passiert, was nicht zu erwarten war. Sturm hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut geschlagen. Und ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, dass wir uns alle auf dieses Level holen. Sturm kann in dieser Champions League trotzdem nur überraschen. Das ist jetzt da keine Mannschaft, die außerhalb von Österreich als der große Verein dargestellt wird, wie es in Österreich ist. Na, eh, und ich meine, natürlich, wenn man es nüchtern betrachtet, war Brügge gestern eine Klasse besser und hat verdient gewonnen. Andererseits, wenn du in dieser Druckphase am Ende ein bisschen Masen hast, ja, und du machst den Ausgleich gestern mit einem Punkt, mit einem X raus aus der Partie. Also ganz unwahrscheinlich war das jetzt auch nicht, da was mitzunehmen. Nicht. Aber offensiv hat man halt dann doch der letzte Punch gefehlt von Sturm. Weiteres Thema poppte nach dem Schlusspfiff bei den Kollegen von Kanal Plus auf, denn da war Sportdirektor Andi Schicker im Interview sehr offenherzig bezüglich einem möglichen Wechsel in Richtung Hoffenheim. Es war ja so, dass gegen Ende der Saison im Mai Interesse sehr groß war. Dann war es für mich auch klar, dass ich bei Sturm Graz bleibe, weil eine sehr intensive Transferzeit gewartet hat. Und es ist so gewesen, dass jetzt wieder Kontakt war. Und wir werden einfach sehen, was in den nächsten Wochen dann passiert. Aber es könnte sein, dass Sie noch in dieser Saison Sturm verlassen. Ja, im Fußball ist immer so. Ich glaube einfach, dass ich immer auch gesagt habe, ganz offen, dass irgendwann auch ein Ziel von mir ist, auch die deutsche Bundesliga. Jetzt hat es schon in der Vergangenheit, in der längeren Vergangenheit einmal Gespräche gegeben. Jetzt hat es vor kurzem einmal wieder Gespräche gegeben. Und darum muss man einfach schauen. Jeder weiß auch, dass man der Verein irrsinnig am Herzen liegt. Darum muss auch alles passen. Und man wird sehen, wo der Weg dann hingeht. War das richtige Timing, um diese Info preiszugeben? Ne, was soll er sagen? Weiß ich nicht. Ich meine, einerseits kann man das natürlich jetzt kritisieren und ich gehe davon aus, dass auch viele Sturmfans sich denken, Alter, was willst du? Nee, andererseits, er war ehrlich. Christian Jauch vor dem Spiel bei den Kollegen von Kanal Plus schon ein Interview gegeben, wo er auch in diese Richtung gegangen ist. Welche Optionen gibt es? Zu lügen? Seltener übermäßig gute Option, obwohl sie eh viele oft wahrnehmen im Fußballbusiness. zu sagen, dazu sage ich nichts, das ist dann meistens noch vielsagender, als wenn man die Wahrheit sagt. Oder halt einfach die Wahrheit aber zu sagen. Aber das war jetzt auch schon ziemlich viel, was er da gesagt hat. Oder halt gefühlt hat, ist offen im Trikot schon unter seinem Leiberl. Ja, aber es war ja auch nichts neu daran. Also wie oft, also ich weiß eh jeder eigentlich, dass Andi Schicker die deutsche Bundesliga einfach präferiert als seinen nächsten Schritt. Ja. Ich persönlich, ich finde es halt nicht das richtige Timing, dass jetzt nach dem ersten Champions League Heimspiel seit wann? Seit 8610 Tagen, dass ich das sage, weißt du, was ich meine? Aber du spielst eh Klagenfurt, also von ist dem ja wurscht, ist ja wurscht, aber halt einfach so, ich hätte mich da mit einer Floskel einfach irgendwie dann rausgeredet oder sonstiges. Also ich meine, ich persönlich hätte jetzt da nicht so mit den offenen Karten gespielt. Ja, über das will ich jetzt momentan nicht sprechen, weil wir haben heute ein wichtiges Spiel gehabt, das wir leider verloren haben. Mein ganzer Fokus gilt momentan dem SK Sturm und nicht irgendwelchen anderen Gerüchten. Das wird vielleicht in der Zukunft irgendwann mal schlagend werden, aber ist heute definitiv nicht das Thema. Liebe Elisabeth Gamow. Eben, ich bin ja froh, dass ich solche Antworten nicht bringen muss. Ja. Deswegen sitze ich auch hier und nicht da drüben. Reden wir lieber über unsere Niederlage. Nein, ja, es sind beides natürlich Themen, die unangenehm sind für Andi Schicker. Ist eh klar. Aber nein, also ich bin gespannt, aber ich gehe davon aus, dass wir Andi Schicker am Ende dieser Saison nicht mehr bei Sturm Graz sehen, sondern dass er höchstwahrscheinlich im Winter zur TSG Hoffenheim wechseln wird. Aber es wurde auch
anderorts gekickt gestern. Und in Zagreb gab es ein Duell mit Liga 2 Vibes. Dinamo Zagreb gegen AS Monaco, Nena Bjelica gegen Adi Hütter. So ein Duell gab es bereits vor 15 Jahren in der zweiten Liga. So ein Duell gab es insgesamt schon sehr oft. Das erste Mal am 19. Mai 2009 zwischen den Red Bull Juniors Salzburg und dem FC Lustenau. Bitte, Adi Hütter damals, gespielt hat. Adi Hütter damals Red Bull Juniors Trainer, Nena Bjelica Lustenau Trainer bei den Juniors, unter anderem gespielt Stefan Ilsanker, Richard Kitzbichler, Ernst Öbster und Isiaka Ultraogo. Beim FC Lustenau Legenden wie Ibrahim Erbeck, Dario Baldauf, Maicon dos Santos und Dobnik hat bei Lustenau gespielt. Anfangszeiten im Torwart gewesen, oder? Das habe ich gar nicht. Ja. Nenad Bjelica, 12 Spiele schon gegeneinander. Bjelica und Hütter. Bjelica hat 2 gewonnen, 7 sind unentschieden ausgegangen und 3 hat Adi Hütter für sich entschieden. Diesmal war es ein X. Ja, und Nenad Bjelica mit Gelb-Rot auf die Tribüne gewandert. Der Klassiker. Alles beim Alten. 0-2 war Adi Hütter mit Monaco hinten. Haben es dann nochmal in der Schlussphase, glaube ich, Last-Minute-Ausgleich zumindest den Punkt gerettet. Also nach dem Sieg gegen... Dinamo ins Schwimmen gekommen. Ja, ja, es war eine Schlammschlacht. Also, ja. Da hat es ordentlich gewaschelt. Nach dem Sieg gegen Barca, also auch ein Punkt für AS Monaco. 4 Punkte. Guter Start für Adi Hütter und Co. Aber die Madrider Vereine, die sind gestern untergegangen. Benfica 4-0 gewonnen gegen Atletico und Lille mit 1-0 gegen Real Madrid. Und noch 2 Ergebnisse würde ich gerne mit euch kurz anreißen. RB Leipzig gegen Juventus, da gab es einen Benjamin Šeško Doppelpack, also wieder Liga 2 Vibes, aber Juve drehte dann nach einem 1-2 Rückstand noch die Partie. Aber ganz feines Tor von Benjamin Šeško zum 1-0. Kann man den sagen, ja. Ist deppert, Alter. Da war die Juve-Restverteidigung salzburgesk unterwegs. Ja. War im Grunde nicht vorhanden. Ich habe ganz witzig das Transparent da gefunden von den RB Leipzig-Fans. 15 years and the story still go on oder irgendwas. Continuous, oder? Continuous, ja. Was sagen wir dazu? Gar nichts. Nichts willst du dazu sagen. Was willst du dazu sagen? So. Und eine Partie noch. Aston Villa gegen FC Bayern München 1-0. Es gibt die erste Pleite für Vincent Kompany bei den Bayern. Der Vincent hat verloren. Ja. Habe ich so nicht kommen sehen. Ich glaube, das ist ja keiner kommen sehen, oder? Nein. Vom Aston Villa erstes Spiel schon gewonnen. Ich glaube, in Bern war das 3-0. Und jetzt dagegen die Bayern 1-0. Wobei man auch sagen muss, da war dieser Monster-Save eigentlich von Martinez in der Nachspielzeit. Also den hätte ich eigentlich schon drin gesehen gehabt zum 1-1. Ja. Aston Villa hat Folgendes gepostet. Best in the world. Na, ist ein Weltmeister geworden. Sehr aktuell. Ja. Ist ein Weltmeister, Dorman. Ne? Er ist Weltmeister. Alter, ich muss immer wieder zurückdenken an diesen Save in der 123. Minute. Oder? Wie geil war das? Das war einfach so geil. Ja. Siehst du eigentlich den Messi hinterm Harald? Oder? Ja, natürlich. Ich habe mich genauso aufgehängt, dass ich ihm immer, eigentlich schaue ich die nur peripher an und versuche immer wieder Richtung Messi zu blicken. Ganz abschließend, wir suchen gemeinsam mit Kanal Plus immer auch den MVP. Das ist für dich jetzt eine neue. Wer war denn generell euer MVP des gestrigen Abends? So, jetzt überrasche ich euch dann natürlich ein bisschen mit dieser Frage, aber ich kann das auch gerne für euch beantworten. Ich habe gedacht, okay, dann passt. Ja, mach ruhig. Ich habe gedacht, das war gestern einfach einmalig. Das ja, nein, das machen wir jetzt immer. So, das machen wir jetzt immer. MVP des gestrigen Spieltags. Na, fangen wir mal du mit deinem an, dann sage ich dir, wer meiner war. Emiliano Martinez. Schlussphase nicht nur gegen Frankreich damals mit seiner Heldentat in der Schlussphase, sondern eben auch gegen den FC Bayern und generell richtig starke Performance vom argentinischen Schlussmann. Daher mein MVP des gestrigen Spieltages, Emiliano Martinez. Muss das den gestrigen Spieltag einfach nur betreffen oder generell den ganzen Spieltag? Also die generell haben ja schon die Champions League auch schon gespielt. Also. Generell die Champions League, wenn du willst. Gut, Karim Adeyemi, jeder Schuss ein Treffer, Dreierpack gegen Celtic. Ich glaube, das
nächste, das, also das nächste Auswärtsspiel von Sturm ja. ist in Dortmund, gegen Dortmund. Brokkoli, Karim. Ja, Brokkoli hat ihm, also seine Tore. Loredana hat ihm Brokkoli gegeben und dann den Hattrick geschnürt, verletzt raus. Wurscht, pfeif auf die, aber wer die Dirl noch nicht gesehen hat von Adeyemi, bumm, ganz schön. Mein MVP des gestrigen Spieltags, Angel Di Maria. Mit seinen 47 Jahren beim 4-0 von Benfica gegen Atletico, sensationelle Leistung und natürlich gekrönt durch seinen Elfmeter da. Ja, nur ganz schnell irgendwas gegoogelt, die Ergebnisse ja, durchgeschaut. Super. Vielleicht einfach nur den Elfer gemacht. Naja, der hat gute sehr Beratung. Gut, also von ja. dem her Angel Di Maria. Ja. Also, oder Marco Arnautović. Marco Arnautović auch getroffen. Ja. Aber ich sage Marco Arnautović. Ja. Marco Arnautović. Oh, Marco Arnautović. Erstes Mal in der Starthelf in der Saison ja. Und gleich ein Tor erzielt. Hätte man gar nicht gedacht, dass der nochmal für Inter spielt? Inzaghi hat gesagt, er wollte ihn immer haben und ja, er wird noch wichtig werden im Laufe der Saison. Für die Champions League reicht es. Ja, schauen wir. Also von dem her vielleicht wieder quasi dann einen zweiten Champions League Pokal auf den Schuh nähen lassen. Oder zweite Jahreszahl. Bin mir nicht sicher, ob das... Also wenn Arnautović noch mal Champions League gewinnt, dann kommt irgendwann, er ja, hey, dahin. Die können einem generell da aufhängen, das ist eh klar. Zum Abschluss nochmal der Hinweis. Alle Highlights der Champions Europa und Conference League gibt es bei den Kollegen auf dem YouTube-Kanal von Kanal Plus. Wir haben jedenfalls fertig reagiert. Das war Episode 3 von Europa Cup. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adieu. Servus. Adieu.